an der Deutsche Feldpostkarte. Mai 1916. Die Maschinengewehrabteilung 206 des Deutschen Alpenkorps wird per Bahn an die Westfront verlegt. Karl Rosner notiert in seinem Tagebuch: Truppentransport ins Ungewisse. Sie haben uns in Viehwaggons verfrachtet. Noch immer wissen wir nicht, wohin es geht. Seit Stunden sind wir schon unterwegs. Fahren wir doch an Verdun vorbei? Ich versuche, die Gedanken zu verdrängen. Aussteigen! Alle Mann raus! Aussteigen! Es ist wie ein Schlag aus heiterem Himmel. Man spürt, die Schlacht ist nah. Feldzeitungen werden verteilt. Um uns aufzumuntern? Tja, der deutschen Sieg und Sonnenschein wird einst Europas Segen sein. Daran wird die Welt genesen. Glauben die wirklich, das macht uns tapferer? Antreten! Aus der Ferne dringt ohne Unterbrechung dumpfes Rollen und Donnern. Leise zittert der Boden wie von einem Erdbeben. Zahllose Geschütze, die Tag und Nacht Verderben spalten. Auch auf französischer Seite werden täglich tausende Soldaten in die Schlacht geschickt. Ein wichtiger Zugang zur Front ist der Tavannes-Tunnel, 3 Kilometer von Verdun entfernt. Er soll auch Schutz und Unterkunft für die französischen Truppen vor Ort bieten. Auch die 6. Kompanie des Infanterieregiments 101 wird im Mai 1916 auf diesem Weg an die Front geschickt. Kapitän Charles Delvert führt sie an. Er ist verantwortlich für 90 Soldaten. Der Gedanke an Verdun lastet schwer auf meinen Männern. Dieser Tunnel führt mitten in die Schlacht. Die Deutschen greifen uns hier an der schwächsten Stelle an. Ich melde mich beim leitenden Colonel. Colonel Duchamp. Herr Andorula. Ich frage ihn, wo wir schlafen sollen. Wo wir wollen, meint er. Ihm scheint alles egal zu sein. On va tous crever ici. Wir würden hier sowieso alle verrecken. Wie trostreich. Allez, les hommes. Ich sage ihnen, sie sollen sich einen Schlafplatz suchen. Meine Männer wissen, wenn die Deutschen hier durchbrechen, kann sie niemand mehr aufhalten. Das wahre Gesicht des deutschen Kaisers. Ein französisches Kriegsplakat. Die da oben glauben wirklich, wir kämpfen besser, wenn wir sowas lesen. Morgen muss ich meine Männer in die Todeszone führen. Zu unserer Stellung. Hier gibt es keine einzige organisierte Verteidigungslinie. Wir sind am kritischen Punkt des Dramas. Auf der anderen Seite der Front wartet Karl Rosners Einheit auf den Einsatz. Sie ist noch 20 Kilometer von Verdun entfernt. Hey Rosner, komm mit! Tanz mit uns! Lass mich in Ruhe! Einige Kameraden vertreiben sich die Zeit. Denkt denn niemand von diesen Kälbern, die da tanzen, an die Schlachtbank, die uns erwartet? Doch was soll die Sorge um das bisschen Leben? Wir wissen ja auch sonst, dass der Tod eines Tages kommt und denken nicht an unser Ende. Allein im Mai 1916 gibt es bei Verdun fast 100.000 Mann Verluste. Gefallene, Verwundete oder Vermisste.
Franzosen und Deutsche. Solang ein Tropfen Blut noch glüht, noch eine Faust den Degen zieht und noch ein Arm die Büchse spannt, bezwingt kein Feind dich, Vaterland. Werde ich wirklich diesen unmenschlichen Mut besitzen, andere umzubringen? Auf sie den Tod zu schleudern? Heute muss ein Teil unserer Kompanie ausrücken. Wann bin ich an der Reihe? Das Schlachtfeld 5 Kilometer nordöstlich von Verdun. Man nennt es das blutige Dreieck. Charles Delvert muss seine Kompanie dorthin führen. Mon Dieu, was für ein Inferno. Ich muss meine Männer antreiben, so gut es geht. Wir sollen hier in Stellung gehen und keinen Meter zurückweichen. Das also ist unser neues Zuhause. Die Verteidigungsstellung R1. Der Graben gleicht eher einer löchrigen Suppenkelle als einer Stellung. Es gibt keine intakten Unterstände, keine Reservepatronen, nicht einmal eine Verbindung mit dem Gefechtsstand. Wir sind auf uns selbst gestellt. Attention, pas mer! Alles Betrug. Die Deutschen sind viel stärker, als uns gesagt wurde. Was machen die da oben mit uns? Der deutsche Generalstabschef Erich von Falkenhayn hat erkannt, dass Verdun auf absehbare Zeit wohl nicht zu nehmen ist. Nun soll die Materialschlacht zumindest dazu dienen, den Gegner auszuzehren. In der Blutpumpe Verdun. Schließlich gäbe es ja mehr Deutsche als Franzosen. Das AOK 5. Sofort. Hunderttausende Menschen als Material für den Abnutzungskrieg. Falkenhayn glaubt, seine Strategie sei erfolgreich. Doch er verrechnet sich. General Pétain lässt seine Verbände immer wieder ablösen, was in den Augen des Gegners den Eindruck erweckt, seine Truppen seien aufgerieben. Doch auch er glaubt, am Ende werde die Partei den Sieg davontragen, die den letzten Mann besitzt. Im Tross der nachrückenden Truppen ist auch der 28-jährige Beamtenanwärter Anatole Castex. Er hat sich freiwillig gemeldet. Auch er schreibt Briefe an seine Frau. Meine geliebte kleine Frau Silette. Seit meiner Abfahrt nach Verdun habe ich keinen Moment gefunden, dir länger zu schreiben. Jede Nacht denke ich an den Tag zurück, als ich dich und unseren kleinen Henri zum letzten Mal sah. Papa. Rilou. Rilou. Ich will dir sagen, dass wir unsere Pflicht vortrefflich erfüllen. Ich bin immer guter Hoffnung und lasse es nicht an Mut fehlen. Bete für mich, damit wir diese Hölle überstehen. Silette, wäre bien attention à toi. Bien sûr. Versprich mir, dass du immer auf dich und unseren Kleinen aufpassen wirst. Ich denke ganz fest an dich.